Moin Leute, was geht? Heute mal wieder ein kleines Video von mir. Ich bin zurück aus Mallorca und wie ihr jetzt vielleicht auch schon direkt seht, ich habe leider keinen Content machen können. Das liegt daran, dass ich mich dort so ein bisschen erkältet habe und die ersten 2 Tage nur im Zimmer verbracht habe und ich wollte dann einfach die restlichen Tage dann ein bisschen entspannen, ein bisschen mich auskurieren, mit meiner Familie sein und einfach mal den Urlaub sein lassen. Habe trotzdem so ein paar Sachen gemacht, die werde ich in dem Video gleich mal zeigen, aber es ist leider nicht so ein großer, schöner Vlog geworden, wie ich es ursprünglich geplant hatte, aber so ist es nun mal manchmal. Bevor das Video aber jetzt hier richtig losgeht, wollte ich auch noch mal so ein paar Dinge hier erzählen und zwar habe ich jetzt einen Technik-Kanal, das habe ich im letzten Video auch schon erzählt. Dort werde ich jetzt demnächst viel mehr Content machen und alles, was das Thema Technik angeht, so ein bisschen dort besprechen, wie zum Beispiel Apple-Produkte, irgendwie M1 MacBook Review und alle möglichen Dinge, die rund um Technik sind, werde ich dort besprechen. Also folgt mir sehr gern dort und natürlich auch auf Instagram, FillerMTV. Dort werde ich auch immer die ganzen Updates geben und Fotos posten, Stories gebe ich da immer alle möglichen Informationen. Also folgt mir auch sehr gern dort. Lasst diesem Video hier auch sehr, sehr gern einen Daumen hoch da, damit das Video so ein bisschen mehr gepusht wird. Das hilft mir wirklich sehr. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Video. Fangen wir einfach mal mit den Filmsettings an, beziehungsweise mit den Filmlooks, die ich immer verwende. Da gibt es ja immer diese 5 Varianten, die Standard, Vivid, Natural, Black and White Natural und Black and White High Contrast. Ich persönlich verändere immer nur die Vivid Looks und zwar habe ich hier da den Kontrast auf High gesetzt, die Sharpness auf einen runtergeschraubt auf Medium Low und die Saturation, also die Sättigung auf Medium High. Ich finde, das ist ein cooles Profil, damit draußen die Bilder auch schon direkt ein bisschen kontrastreicher und gesättigter aussehen und auf jeden Fall sehr, sehr gut, um dann schon direkt auch ein fertiges Video auch schon rauszudroppen. Aber ich habe auch nochmal ein zweites Profil erstellt, nämlich den Natural Look habe ich ein bisschen verändert und dort habe ich alles auf Low gestellt. Weil du hier ja kein richtiges Lock-Profil hast, hast du so zumindest ein bisschen mehr dynamischen Umfang und kannst im Nachhinein ein bisschen mehr mitmachen. Also wenn du mal irgendwie vorhast, das Ganze so ein bisschen variabel zu lassen, kannst du natürlich auch so ein Profil erstellen und kannst im Nachhinein dann alles Mögliche mitmachen. Dann gibt es natürlich noch den Black and White High Contrast Look, da kannst du dann natürlich auch noch selber entscheiden, ob du vielleicht im Schwarzen und Weiß Modus noch ein bisschen mehr Kontrast reinsteckst oder so. Ich persönlich lasse es aber alles immer so, wie es ist. Das erstmal nur zu meinem Filmlooks, die ich erstelle. Das brauchst du besonders bei Fotos nicht unbedingt, wenn du eh in RAW fotografierst. Aber für die Leute, die gerne Fotos machen wollen und direkt auch hochladen wollen, könnt ihr da natürlich ein bisschen rumspielen und ein gutes Profil auch nochmal hast für deine JPEGs, kannst du dann doch immer direkt dem Kunden oder deinen Freunden, wenn du dann Fotos von denen schießt, immer so ein kleines Bild zeigen. Das Display von den neuen Kameras ist ja auch immer schon sehr, sehr gut. Dann könnt ihr direkt sehen, was für ein Foto das wird. Das, was viele mich fragen, ob ich zum Beispiel mit dem Autofokus fokussiere. Ich persönlich variiere immer, wenn ich mal Bock habe, bisschen mehr zu spielen oder so, wenn ich so ein bisschen mit der Schärfe spielen möchte, dann mache ich das tatsächlich auch manuell, denn du hast hier einen mechanischen Fokusring. Ich kann das immer hier ein bisschen vom Nahen zeigen, für die Leute, die die Q2 noch nicht kennen. Du hast halt hier so einen kleinen Nippel, den du dann so ein bisschen bewegen kannst und das bewegt sich dann alles wirklich präzise. Du hast eben auch die exakten Zahlen, kannst du dann wirklich genau und exakt auch fokussieren. Und ich bin ja aus dem Hochzeitsbereich, habe damals alles mit Canon gemacht und auch alles manuell immer fokussiert. Mittlerweile mache ich alles mit Sony, dort ist alles mit dem Autofokus perfekt. Daher kenne ich mich mit beiden sehr gut aus. Der Autofokus bei dieser Kamera ist okay. Aber gerade wenn du halt irgendwie Video machst, dann pumpt der immer so ein bisschen. Somit kann ich dann immer nicht 100% sicher sein, dass das Bild gerade perfekt aussieht. Also wenn ich da Videos mache, bin ich dann eher der Fan von, das Ganze mit dem manuellen Fokus zu machen. Zudem hast du auch noch das Focus Peaking. Das heißt, du kannst mit Hilfe von dem Focus Peaking genau sehen, an welcher Stelle das gerade scharf ist. Und das ist auch meistens immer die Einstellung, die ich dann habe. Wenn ich irgendwie mal 100 Frames brauche, dann hast du hier natürlich auch die Möglichkeit, auf Full HD 100 Frames zu gehen. Wenn es dir aber wichtig ist, dass das Bild schärfer ist, kannst du dann bis zu 4K 30 Frames gehen. Und das nutze ich auch meistens, falls nochmal ein Update rauskommen sollte, eine Q3 oder so, und das Ganze hat dann 4K 120 Frames. Ist das auf alle Fälle schon ein richtiges Biest dann. Aber mit den 30 Frames kannst du auch schon sehr viel machen. Man muss hier nicht immer alles mit Slow Motion machen. Und wenn man im Urlaub ist, kannst du, glaube ich, auch alles sehr schön hier mitmachen. Das Video, was ich hier gefilmt habe heute, beziehungsweise was ich euch gleich zeigen werde aus der Drachenhöhle, ist alles mit
4K 30 entstanden. Was natürlich bei der Kamera nicht so gut ist wie bei allen Sonys, ist natürlich die Lichtstärke. Das könnt ihr gleich vielleicht in den Bildern auch sehen. Muss man natürlich mit berücksichtigen. Wenn ihr dann nur eine Kamera mitnehmt, dann habt ihr halt nicht unbedingt die allerbeste lichtstarke Kamera. Es ist trotzdem noch Full Frame und reicht, glaube ich, auch für die meisten aus, für die meisten Videos. Also wenn ihr irgendwie abends viel machen möchtet oder auch nachts oder mit ganz viel wenig Licht irgendwie arbeiten möchtet, ist die Leica Go 2 vielleicht nicht die beste Wahl. Aber ich finde, gerade wenn du halt unterwegs bist im Urlaub oder so und du hast nur die Leica Go 2 dabei, du hast alles in einer Kamera, hast nicht so viele Objektive und das sind alles so kleine Vorteile, die ich finde. Und auch das Fotoshooting mit der Familie, das ging alles super. Natürlich kannst du mit mehr Objektiven dann viel, viel mehr arbeiten. Falls du ein Teleobjektiv dabei hast, dann kannst du natürlich den Hintergrund so ein bisschen vorholen, das ganze Bild komprimieren. Wenn du ein weitwinkligeres Objektiv dabei hast, kannst du noch mehr aufs Bild bekommen. Das sind alles Dinge, die du natürlich so ein bisschen limitierter hast, wenn du eine Leica Q2 dabei hast. Aber darum geht es ja. Du musst versuchen, mit den 28mm das Beste rauszuholen. Du hast mit der großen Pixelanzahl auch noch die Möglichkeit, natürlich rein zu croppen. Einmal kannst du es hier über den Knopf schon direkt sehen, dann auch, wie das Bild dann aussehen könnte. Gerade bei Video ist es ganz cool, weil du dann auch direkt in das Bild rein croppst. Bei Foto hast du noch die Möglichkeit, das dann auch schon einfach mal vorher zu sehen. Und du kannst in der Post dann das Ganze nochmal verändern. Also es ist auf alle Fälle eine coole Kamera, um sie mitzunehmen. Ist natürlich auch immer ein bisschen riskanter, wenn du so eine Kamera dabei hast. Ist natürlich, weil es eine Leica ist, auch nicht immer ganz so sicher. Zum Beispiel zum Strand nehme ich sie nicht so gerne mit. Aber gerade wenn du so unterwegs bist und so ein bisschen Sightseeing machen möchtest, kannst du hiermit, glaube ich, sehr, sehr coole Ergebnisse erzielen und hast wirklich nur ein Objektiv. Das ist natürlich immer das, was dir am Ende die Entscheidung auch abnimmt, weil du hast nur ein Objektiv. So, das war es erstmal zu den Einstellungen. Jetzt werde ich euch so ein bisschen was zu den Fotos erzählen, die ich dort gemacht habe. Wir waren am Strand und da sind auf alle Fälle sehr viele schöne Fotos entstanden, wie ihr hier schon sehen könnt. Ich habe auch ein paar JPEGs, die ich euch hier auch direkt zeigen kann und auch welche dann, die ich mit meinen Presets bearbeitet habe. Das ist mein Transformers Preset. Findet ihr alles unten in der Beschreibung. Könnt ihr alles auch für euch holen, wenn ihr möchtet. Das ist so ein sommerliches Preset, was ich da entwickelt habe. Und ich finde, sind auf jeden Fall sehr viele schöne Fotos entstanden. Auch am Abend habe ich noch so ein paar gemacht, wie zum Beispiel eine Freundin gerade ihr kleines Baby so ein bisschen gewogen hat und da hatte sie so einen coolen Hut an, da kann man schön mit Kontrasten arbeiten. Ich wäre auch gerne alleine noch ein bisschen durch die Gegend stolziert, so ein paar coole Fotos, so Street Photography zu machen oder so, aber es hat einfach nicht geklappt dieses Mal. Aber das heißt nicht, dass es nicht in Zukunft mal wieder klappen wird. Ich habe auch schon überlegt, jetzt demnächst mal alleine vielleicht nochmal in Urlaub zu fliegen, also einfach nur um so ein bisschen Content zu machen. Mein Traum wäre es dann, nach Island zu fliegen. Mal gucken, ob das klappt. Würde mich sehr, sehr freuen. Das war es erstmal zu den Fotos. Ja, und jetzt werde ich euch noch mal ein bisschen das Video zeigen aus der Drachenhöhle. Und das wird auch dann das letzte sein, was ich jetzt hier gleich zeige. Ihr könnt mir natürlich in den Kommentaren sagen, was ihr gerne für Content sehen möchtet. Dann werde ich auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen mehr produzieren. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dann sage ich Peace.